Hallo Leute, heute wollte ich das Detailvideo drehen von Teutonia Premium Modell, und zwar dieses Korbmodell, was ich ja ersteigert habe dieses Jahr im Frühjahr oder war es Sommer, ist egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal ein Detailvideo drehen. Und speziell drehe ich das Detailvideo jetzt für die liebe Gabi, weil sie möchte ihn eventuell gerne haben. Und da er bei mir eh nur im Keller rumsteht und dafür eigentlich viel zu schade ist und ich leider ja nicht den Platz habe, ihn jetzt hier oben irgendwo hinzustellen als Babybett, ist es eigentlich zu schade, wenn er jetzt im Keller steht. Und ja, da sein fristet. Ja, ich habe ihn nicht so oft benutzt. Ich wollte ihn ja damals auch neu benähen. Das ist mir nicht so gelungen. Beziehungsweise hatte ich kein Schnittmuster hatte. Und dann waren die Stoffe dann alle zu verschnitten und es sah nicht schön aus. Und da hätte ich nochmal neue bestellen müssen. Und da hatte ich halt nicht das Geld dazu und deshalb habe ich ihn dann so gelassen. Und im Endeffekt stand er eh nur im Keller. Ja, und dafür finde ich ihn einfach zu schade. Warum er bei mir nur im Keller stand, war halt, weil ich nicht so mit den festen Rädern klargekommen bin. Das war ein Punkt. Und ein zweiter Punkt war halt, dass die Räder halt immer, naja, was heißt immer? Das ist auch so ein Ding. Halt ab und zu mal abfallen. Also, es gab Tage, da bin ich viel mit ihm rumgelaufen. Jetzt gerade, wo der Mistral nicht mehr ging, da ist nichts passiert. Und dann gab es Tage, da sind sie drei, vier Mal abgefallen. Und zwar das eine Rad für dieses. Da scheint dieser Klemmschutz nicht mehr zu gehen. Und das war auch schon mit. Da war auch schon ein Stück Pappe drinne. Und mit Klebestreifen versehen, wo ich ihn bekommen habe. Ich nehme an, dass dieser Klemmschutz hier nicht mehr richtig hält und dadurch, dass das Rad dadurch abfällt. Und dass deshalb mein Vorgänger da schon immer Pappe reingeklemmt hat. Da muss man halt dann überlegen, ob man nochmal in andere Räder investieren muss. Oder will. Da muss man halt dann bei eBay gucken, weil solche Räder bekommt man, glaube ich, auch nur noch gebraucht. Die Räder waren ja, glaube ich, 90er Jahre. So um die Dreh rum. Würde ich mal denken. Genau weiß ich natürlich nicht. Ja, und hier sieht man halt, dass es ein Teutonia ist und das ist halt dieses Premium-Modell. Damals war ja der Vorgänger von Mistral P. Hatte ich ja schon mal gesagt. Dann, was ja glaube ich auch für die 90er typisch war, dieser Korb aus Metall. Was ich wirklich auch sehr gut finde, gerade für schwere Sachen. Wenn ihr jetzt mal Kartoffeln kauft oder so. Ja, das war ein Grund, weil halt für mich dann immer blöd war, wenn das Rad abgefallen war, es wieder dran zu stecken. Und weil ich halt auch mit den festen Rädern nicht so klar gekommen bin. Und ich noch super, wie gesagt, bis auf die Räder. Und natürlich, hier ist er ein bisschen ausgeblichen. Und was ich wieder festnähen muss, ist in diese Laschen. Die muss ich wieder zunähen. Weil das hatte ich ja mal abgenommen und dadurch sitzt das jetzt hier hinten alles ein bisschen locker. Dadurch hängt das halt da hinten jetzt ein bisschen. Aber das werde ich auf jeden Fall wieder festnähen. Ich muss eh noch Hosen nähen. Von daher, wenn ich die Nähmaschine schon einmal raushole, kann ich dann auch das gleich nähen. Deshalb sieht das jetzt hier, hängt das halt so ein bisschen, also so verbeult das ja schon am Anfang aus, wo ich bekommen habe. Aber ja, ist ja nicht, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Hier an diesem Tee sieht man ja auch, dass es Teutonia ist. Das
Hast du natürlich auch eine Matratze. Ist die Matratze, die habe ich jetzt drunter gelegt, weil ich es einfach besser fand als da oben drauf. Ist aber auch Geschmackssache, kannst du ja dann anders machen. Ach ja, und das ist halt hier so nochmal mit so extra, mit so einem Metallding. Geht auch bis hinter und hier unten ist es halt so richtig geflochten. Also soll auch Handarbeit sein, weiß ich jetzt nicht. Und hier hast du dann halt hier so eine Spanplatte, nennt man das so. Und anderen hast du halt dieses Metall, kannst du natürlich nicht zusammenklappen. Ist ja klar. Ist ja ein Korbmodell. Ach ja, und es war eine limitierte Auflage, also soll es sehr selten geben. Also die haben sehr viel Platz. Und wenn ich hatte das ja immer so, dass ich die Rebond mit dem Kissen zugedeckt habe. Ganz einfach. Weil ich das mit dem Windschutz nicht wollte, weil da sieht man ja kaum noch was davon und das fand ich dann schade. Und mit einem Kissen drin und wenn das verdeckt dann so nach vorne ist, dann kann man auch nicht so reingaffen. Da haben immer viele bei mir gesagt, oh, man sieht ja überhaupt nichts. Jeder immer da reinklotzen. Weil, ja. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt größere Bond dabei hatte, wie Tamara Marie oder Ronja, dass die dadurch, dass die Babywanne so geräumig ist, dass die dadurch immer sehr klein gewirkt haben und dadurch haben viele immer gedacht, die wären erst neu geboren. Und dann habe ich immer so gedacht, sag mal, könnt ihr nicht richtig gucken? Ich kann ja mal ein Neugeborenes reinlegen. Dann seht ihr einen Unterschied. Also das fand ich immer ein bisschen, naja. Weiß ich ja nicht, ob du die auch willst, die Sporteinheit. Die kann ich dann auch mal draufklicken. Da musst du halt dann das Verdeck von dort dann da dran machen. Und dann gibt es halt noch hier so einen Fußsack. Den kannst du ja entweder dann fürs Größere nehmen, fürs größere Kind, oder du legst es halt mit in dieses Korbmodell. So als Zudecke. Keine Ahnung. Ansonsten weiß ich nicht, was ich noch zeigen soll. Ansonsten kann man diese Gelenkschieber natürlich auch in der Höhe verstellen. Ich finde das nur ein bisschen schwer. Kann aber sein, dass das alles nur Gewohnheitssache ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich breche mir bald die Finger dabei. Aber meine Finger sind auch nicht die besten durch meinen Rheuma. Ist das dann immer alles sehr belastend, wenn etwas schwieriger geht. Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn man einen Dreh raus hat oder wenn du jetzt nicht oft Bus fährst, dann musst du das ja auch nicht so oft verstellen. Und dann reicht ja, wenn du es einmal einstellst, obwohl das ja wie gesagt alles immer Gewohnheitssache ist und alles immer muss man dann gucken. Ja, ansonsten ist er halt in Blau angehaucht, kariert und halt mehr was für Jungs, aber ja, wie gesagt, ich hatte dann immer eine rosa Decke, die da hinten liegt, die gehäkelte, die hatte ich dann immer über den Kissen noch drüber und so kann man das ja auch abändern, also von daher. Und wie gesagt, man konnte dann eben nicht so reingaffen. Was mir im Prinzip wichtig ist, dass man nicht immer so reinklotzen kann. Und ja, ansonsten ist dieses Modell wirklich sehr schön. Wie gesagt, es soll sehr selten sein. Einziger Nachteil sind halt, wie gesagt, die Räder, die immer mal abfallen. Und die man, wenn überhaupt, so in dieser Art nur noch gebraucht kriegt. Ob die neueren dran passen, weiß ich nicht, aber da kann man ja mal bei Teutonia nachfragen, wenn das jetzt nicht repariert kriegt. Ich habe jetzt mal überschlagen, was ich so circa für ihn bezahlt habe.
mit Versand und habe ich damals sogar überschlagen. 55 € und 50 Cent. Weil der Verkäufer hatte sich damals in den Versand geirrt und da hat er dann halt noch die paar Euro draufgelegt und ich hatte damals an Versand halt gespart. Müsste man dann mal sehen, wie wir es machen, weil, wie gesagt, im Moment geht mein Drucker nicht und das heißt, wenn ich online das bezahle, kann ich ja diese Marke nicht ausdrucken. Und das ist halt das Problem. Und dann natürlich ein Karton, obwohl, da müsste ich nochmal im Internet gucken, man kann auch Kartons extra kaufen. Da hatte ich neulich sogar, ein Dings gefunden, die günstig Kartons halt verkaufen. Da müsste ich halt nochmal gucken, dass man dann eben auch wegen Versand und Verpackungsmaterial und wie gesagt, im Moment wüsste ich nicht, wie ich die Versandmarke dann ausdrucken soll. Das wäre so mein einziges Problem. Ich denke mal, einen großen Karton zu kriegen ist jetzt nicht so das Problem. Notfalls muss man eben einkaufen. Ja, wie gesagt, mir wäre halt nur wichtig mit dem Versand, dass man das irgendwie machen könnte. Wegen Versandkosten. Jetzt nochmal mit, wie das aussieht mit einem Kissen und dann mit einem Windschutz und dann werde ich nochmal die Sporteinheit draufklicken, obwohl ich dieses Modell eigentlich nur gekauft habe, wegen dem Korbdesign. Also, ja. Zwischendurch hatte ich auch immer überlegt, ob ich die ganzen Sporteinheiten nicht verscherbel, weil die haben bei mir im Keller immer nur Platz weggenommen und ich brauchte sie ja eh nicht. Ja. Aber gut, jetzt zeige ich euch nochmal. So war das dann immer, wenn ich ihn... So hatte ich das dann immer, wenn ich ihn gefahren habe oder... Beziehungsweise, wenn ich einen Jungen mit dabei hatte, hatte ich natürlich ein Kissen in Blau. Ja, so sieht das dann eben aus mit einem Kissen. Und da kann man auch nicht, wie gesagt, da kann man nicht so reingaffen. Man sieht zwar, dass jemand drinnen liegt, aber man kann halt nicht so reingaffen. Ja, und man sieht halt dieses Korbmodell, was mir halt wichtig war. Wie gesagt, hier unten ist es zwar ein bisschen ab, aber das war ja schon, wo ich ihn bekommen habe. Das kann man auch irgendwie, muss man mal sehen. Kann man vielleicht auch wieder festkleben oder so. Mit Heißklebepistole. Oder so, das ist natürlich... Aber das war ja auch schon, wo ich ihn bekommen habe. Wie gesagt, er ist auch schon ein bisschen älter. Hat sicherlich auch schon gelebt, aber das hat ja immer so seinen eigenen Charme. Ja, und da hat man eben dieses tolle Korbmodell immer gesehen. Was ich sagen muss, es ist natürlich dadurch, dass es ein Korbmodell ist, ist es natürlich auch sehr schwer. Als Lieblingsbaby drinne. Tamara Marie. Und ja. So, naja, und so ungefähr sieht das jetzt mit dem Windschutz aus. Ich wusste jetzt nicht, wo man diese Druckknöpfe festmacht. Tut mir leid. Da musste dann mal selber gucken, weil ich habe ihn, wie gesagt, nie genutzt, weil ich halt schade fand, dass dann so viel von der Korboptik verschwunden ist. Und das ist ja gerade das Schöne an den Waren. Und deshalb habe ich den Windschutz eigentlich nie genutzt. Und ja, musste dann selber entscheiden, ob du ihn nutzen willst oder nicht. Oder ja. Und hier an den Seiten sind auch noch, na, grüß auf die Linse, sind halt so kleine Löchchen. Kann man aber sicherlich, hier sieht man es besser. Sind halt so, oh, ist halt extrem dunkel heute hier. Das ist halt wie so, es sind halt so kleine Löcher. Das kann man, fällt eigentlich kaum auf. Und man kann sicherlich auch nie wieder zunähen. Aber fällt eigentlich kaum auf. Ja, ich wurde oft gefragt, ob der neu sei.
Und da habe ich immer gesagt, nee, der hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Und da haben immer viele gesagt, das sieht man den Wagen aber nicht an. Also, ja. Bis auf, dass es hier halt ein bisschen ausgeblichen ist. Und halt, dass er kleine Löschchen hat an den Seiten. Wie gesagt, und dass es jetzt halt hier hinten ein bisschen hängt. Aber das werde ich wieder versuchen, wieder von innen so dran zu nähen. Beziehungsweise diese Laschen wieder zuzunähen. Und dann dürfte es auch nicht mehr so hängen. Ja, gut, jetzt aus. Wenn man eben. Ach, warte mal, Bremse noch fest. So sieht das dann eben aus, wenn man das große Kind drin hat. Das Metallding kann man natürlich hier an diesem Ding mit einer Hand ein bisschen schlecht so verstellen. So halt ist halt jetzt natürlich Hanna ist ja jetzt, also wenn die echt wäre, wäre sie ja 9 Monate. Natürlich ein bisschen, noch ein bisschen groß, aber der Wagen soll ja, glaube ich, bis zu 3 Jahre gehen und da ist ja klar, dass es ein bisschen groß wird, kann man eben halt unterschiedlich einstellen mit diesem Metallding. Wie gesagt, wenn du die Sporteinheit überhaupt willst, weiß ich ja nicht. Und an diesen Hebel kann man, wenn man den von nach oben macht und auf der anderen Seite halt auch, dann kann man die Sporteinheit wieder abnehmen. Hier vorne ist nichts, aber es kann ja nicht ausrasten, weil es ist ja hier so fest und ja, und dann, wenn die Sitzeinheit eingerastet ist, macht man es so nach unten und man kann es auch nicht abgehen. Ja, ansonsten. Kann ich nicht viel mehr zeigen, außer dass es vielleicht, dass man sitzt, hat man nochmal wie so eine kleine Tasche. Und hier hat man den Hebel. Und da muss ich jetzt erstmal selber gucken. Den zieht man so nach oben, glaube ich. Den zieht man so nach oben und dann kann man natürlich auch die Sitzeinheit einstellen. Ja, nur Hanna will halt nicht so liegen. Ja, dann kann man es halt auch wieder hochstellen. Muss man halt so nach oben ziehen. Ist nicht ganz so einfach, aber ja. Jetzt mit Fußsack aus. Ja. Ach ja, was ich gerade herausgefunden habe, er lässt sich nur noch an einer Seite öffnen. Und auf der anderen klemmt er irgendwie, habe ich gerade erst festgestellt. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und man hat halt nur diesen Anschnaller, also hier nur so ein. Also jetzt kein 4-Punkt oder 3-Punkt, wie bei den neueren Modellen, sondern nur so ein einfacher zum Anschnallen, wie das halt früher so war. Wie gesagt, er hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So, jetzt werde ich euch noch zeigen, wie er zusammen zu klappen geht. Und ja, die Sporteinheit kann man natürlich auch in die andere Richtung drehen. Ist ja klar. Ja. Nur Schwenkfieber hat er halt nicht, aber ansonsten. Wie es zusammen zu klappen geht, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ist eigentlich keine Kunst. Ja, man zieht hier an diesen Dingern, wenn es denn geht. Ach, mir ist dieser Gelenkbügel gerade im Weg. Gut, ich habe jetzt erstmal den Gelenkbügel weggeklappt. Das war's. Sieht man an diesen Dingern, wenn es nicht gerade klemmt. Sieht man an diesen Dingern. An diesen schwarzen hier, habt ihr das jetzt gesehen? Ja. Sieht man an diesen schwarzen hüben und drüben. Und dann klappt da eigentlich schon zusammen. Sei keine Kunst. Also kinderleicht. Und
Das ist ja dann zusammengeklappt. Ja, und aufgeklappt ist er eigentlich ebenso einfach. Ja. Müssen wir halt wieder anheben. Und eigentlich hier dieses Ding. Ja, hier dieses schwarze Ding noch. Und das ist eigentlich so eine Art Schutz, dass er nicht gleich zusammenfällt, sag ich mal. Diesen Schutz wieder. So halt. Und da muss man mal gucken, dass man sich nicht die Finger klemmt. Und wieder alles einrastet. Und ja, dann ist er wieder aufgestellt. Und zusammengeklappt ist er eigentlich sehr leicht, wie gesagt. Nur an diesen schwarzen Dingern ziehen. Und dann ist er zusammengeklappt. Ja, und dann würde ich mal sagen, war das jetzt das Detailvideo. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Wie gesagt, bei mir sieht jetzt lustig aus. Hanna in der Sporteinheit. Hinten von meinen neuen Kinderwagen. Hier unten Tamara Marie. Hier das Gestell und da der Zwillingswagen, also bei mir sieht es lustig aus. Und ja, ich hoffe ja, dass die Wegen jetzt nach und nach alle wegkommen und dass hier ein bisschen, dass ich dann nur noch einen habe. Und ja, dass der dann halt in den Keller kann. Jo, dann hoffe ich mal, ich habe alles gezeigt und ja. Alles, was du sehen wolltest und zwar irgendwie hilfreich oder interessant. Und das sage ich mal, das war es dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.